Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Ja, nachdem der liebe Basco mir eine Nachricht geschrieben hat und mich da ein bisschen rund gemacht hat, vielen Dank dafür, werde ich das jetzt hier mit dem blöden Anhänger nochmal probieren. Ich habe mir jetzt den Pacific nochmal hier rüber geholt und ich habe vor, mal zu versuchen, den da jetzt wirklich irgendwie hoch zu zerren. Mal gucken, ob das soweit funktioniert, ob wir das hinkriegen oder ob ich den vielleicht dann doch mal anklemmen muss oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich versuche es jetzt einfach mal und wir starten einfach mal und schauen mal. Ja, das scheint aber dann doch gut zu gehen. Okay, auf die Idee hätte ich theoretisch auch selbst kommen können. Das ist wohl richtig, aber hat funktioniert. Lieber Vasco, vielen, vielen Dank für deinen, nennen wir es mal kleinen Einlauf. Aber wir haben das Ding jetzt hier drüben. Oder beziehungsweise zumindest haben wir den jetzt hier oben und können den jetzt rüber schaffen nach White Valley. Den müssen wir zum Flugplatz bringen. Dann haben wir die Aufgabe am Start. Juhu. Fände ich geil. Fände ich richtig geil. Passt. So, dann würde ich sagen, zack, einmal rüber. Da sind wir wieder auf White Valley. Überspringen wir das Ganze hier mal. Und, machen wir Licht an und zack, so. Alles klar. Würde ich sagen, fahren wir mal los. Vorsichtig. Gucken wir mal, dass wir den jetzt hier uiuiui heile irgendwie zum... Ach du Scheiße, Alter. Wie willst du den denn hier rumkriegen? Ein bisschen weiter ausholen hier. Ein bisschen an der Leitplanke entlang fahren. Ist mal eng, die ganze Geschichte hier. Ah ja, das klappt schon besser. Okay, mal schauen, ne? Ja, wie gesagt, ich hätte auch selber drauf kommen können, den vielleicht, ja, wie du mir geschrieben hast, das Basco mit dem BM-17. Hätte man machen können, ja. Aber ich habe es ja an der einen Stelle einmal probiert mit dem hier, mit dem Azov. Und da ist mir der Anhänger ja umgekippt, deswegen habe ich gedacht, vielleicht klappt das gar nicht. Aber ging ja jetzt dann doch ganz gut. So, Moment, wo muss ich denn jetzt am besten lang? Hier, ne? Mal schnell schauen. Dumm. Da, ja, alles klar. Okay, alles gut. Da sind wir am Start. Also einfach immer nur der Straße wieder folgen. Dann sollte das klappen. Er ist aber auch so ein Riesenvieh von Anhängern, ne? Ey, da fällt ja echt nichts zu ein, ey. Ganz vorsichtig und langsam hier mal. Nicht zu hastig. Komm mal rum. Ja, das geht. Das Blöde ist, man sieht hier so wenig, ne? Aber ich habe wieder was dazugelernt jetzt. Und das ist die Hauptsache. Ja, wahrscheinlich hätte ich den Pacific gar nicht dafür holen müssen, ne? Aber ich habe mir vorsichtshalber einfach mal dahingestellt jetzt, weil ich mir gedacht habe, naja, entweder versuchst du es mit dem Pacific alleine oder halt versuchst du es wirklich jetzt erstmal den da hoch zu zerren. Und ja, ging ja dann doch ganz gut. Perfekt. So. Vorsichtig rollen hier. Nicht zu heftig. Bin mal gespannt, ob ich mit dem da durch den Schnee komme oder am Flughafen, aber es müsste ja eigentlich gehen. Dann bringen wir das Teil dahin und dann haben wir ja noch einen großen Anhänger in... Oh Gott, wo stand der? Stand der hier? Ich glaube ja, ne?
Irgendwo steht ja noch so ein großer Anhänger, den wir noch holen müssen. Und dann sind wir auch schon fast mit den Aufträgen durch, habe ich gesehen. Also die großen Aufträge dann noch, wo wir da so unmenschlich viel Zeug ankacheln müssen. Und, ja, noch zwei, drei kleine, also kleinere Aufträge, glaube ich. Ist nicht mehr so viel hier in Alaska, dann sind wir hier durch. Ah, komm, zieh. Und Frank, du hattest mich ja auch noch gefragt, wann ich vorhabe, mir den Season Pass zu holen. Ich gehe mal davon aus, oder ich denke mal, dass ich dann erstmal die Russland-Maps noch mache und dann mir den Season Pass holen werde. Schätze ich mal. Denke mal, das dürfte so passen dann. Also. Bin auf jeden Fall mal dann auf die weiteren Maps, wie, was war dabei, Yukon und keine Ahnung was, was ihr mir geschrieben hattet, gespannt. Da hattet ihr dann doch schon einiges berichtet, ne? Dass man da... Das ist dann schon ein bisschen heftiger werden wird. Werden wir uns ansehen, würde ich sagen. So, hier läuft es eigentlich ganz gut. Hier haben wir auch Platz genug, würde ich sagen. Okay, hier könnte es jetzt nochmal eng werden, aber hey. Kriegen wir auch da rein. Oder kriegen wir da drauf auf die Brücke. Jawohl, sehr schön easy. Läuft. Das ist schon echt ein riesen Gespann, ne? Das sieht schon auch irgendwie geil aus, finde ich. So, Sprittechnik sieht noch sehr gut aus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht nachtanken. Jetzt hier können wir jetzt auch mal gerade erstmal für 3 Meter ein bisschen mehr Gas geben. So, mit Alaska bald durch. Krass. Es ging ja dann am Ende dann doch. Ja, ganz gut. Also zügig. Ja, jein. Aber es ging echt ganz gut durch, muss ich sagen. So, hier auch weit ausholen, bitte. Ui, aber nicht darunter fahren. Ah, komm. Ah, nein, das reicht nicht. Scheiße. Okay. Ah, so geht. Lieber Schwan. So, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt mal gucken, hier um die Krümmerung. Dass wir den hier rumgebuchselt bekommen. Das reicht nicht. Also geht aber perfekt. Wo müssen wir da hin? Da hinten. Okay, alles klar. So, jetzt hier durch den Schnee.
rein hier. Mal Lastengang rein. Und zieh und zerr und mach und tu. Komm schon, jetzt hier um die Ecke. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Schritt zurück und wieder vor. Ah, komm, zieh. Nochmal einen Lastengang, jawohl, perfekt. Ja, läuft doch. So, die Schilder müssen hier dran glauben. Und dann sind wir am Flughafen angekommen. Juhu! Ja, dann hat es dann doch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Oh, ein gutes Stück hier abstellen, ne? So, schönen Tag. Muss der hier abgeliefert werden? Sollen da hin? So. Oder müssen wir den noch ein Stück vorziehen? Warum kommt hier keine Anzeige? Moment. Moment, haben wir jetzt oder haben wir den nee, den falschen habe ich doch nicht, oder? Ah, Moment, hä? Ne, Demontage, Lieferung zum Hä, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Aber was ist denn das für ein Müll jetzt schon wieder? Bortum Bergungslager liefern, warte mal, was ist? Zerlegungsliste. Ich hab doch vorher geguckt. Ich hab doch genau den angeklickt, dann hat er mir doch den angezeigt. Warum muss ich den denn jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Ach, der muss nach Nordhafen. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt schon wieder? Warum hat denn der mir jetzt den Anhänger eben auf Dingens auf Bergfluss angezeigt? Was soll denn der Scheiß? Bevor ich die Folge nämlich angefangen habe, habe ich nämlich genau die Aufgabe hier angeklickt. So, habe hier auf den Dingens gedrückt. Und da hat er mir den Anhänger angezeigt. Jetzt muss der nach Nordhafen. Ah, naja, gut, okay. Egal, scheiß drauf, ist ja jetzt nicht so schwer gewesen, hier lang zu fahren. Oh Mann, ey. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum der mir den da angezeigt hat. Naja, egal, scheiß drauf, haben wir was zu tun. Und zwar den hier erstmal wieder zurückbringen, so jetzt fahre ich hier erstmal alles platt, ist mir jetzt egal. Dann muss der doch nach Nordhafen und nicht nur hier zum Flughafen. Wie dumm. Ich habe nämlich vorab extra nochmal geschaut. So, Moment, jetzt komme ich hier aber nicht rum. Das heißt, wir fahren hier lang. Krass, Mann. Was war das denn jetzt? Wow, was ist das? Ach nee, jetzt hat mir nicht. Ich hab schon wieder so ein Kackschild hier irgendwo zwischen den Rädern hängen. Doch, hab ich.
Oh, jetzt habe ich schon wieder so ein scheiß Schild hier hängen, oder was? Ernsthaft? Ey, diese Dreckschilder, ne? Die gehen mir aber hart auf den Sack jetzt mittlerweile, ganz ehrlich. Ey, die gehen mir auf die Nüsse, ey. Was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Das kannst du jetzt aber völlig vergessen, ne? Den krieg ich dann nicht mehr raus. Da hängen schon wieder diese scheiß Schilder mir irgendwo zwischen den Rädern. Ey, Mann, ey. Ey, das ist ja vielleicht dumm, ne? Das ist echt super dumm, ey. Ja, kann ich machen, was ich will. Da komme ich nicht mal mit raus. Verkackten Schilder, ey. Weißt du, der fährt so ein riesen LKW, fährt über jeden Scheiß drüber hinweg, ne? Aber so ein scheiß Schild hält ihn auf. Wahrscheinlich. Was für ein Schwachsinn, ey. Naja, egal. Dann probieren wir das Ganze halt noch uns, ne? So, gucken wir mal, jetzt müssten die Schilder ja weg sein. Na komm, dreh dich. Jawohl, keine Schilder mehr zu sehen. Perfekt. Wie dumm, ey. So, Anhänger ankoppeln. Kladderadatsch. Drauf damit. Und auf jeden. Mal schauen, dass wir den jetzt hier direkt rausgezogen kriegen. Ah, komm. Ah, zieh. Nee, da komm ich nicht dran. Nee, ich will nicht nach da, ich will nach vorne. Ach Mann, klick dich doch nach vorne rein. Ach, da nicht. Ja, genau, da soll's hin. Ja, perfekt. Dann jagen wir das Ding halt nochmal über die Map, ne? Hey. Warum nicht? Ich verstehe halt immer noch nicht, warum der mir den Anhänger angezeigt hat. War das ein Fehler im Spiel, oder? Naja, egal, ist wurscht. So, und auf geht's wieder. Einmal wieder zurück. Ich glaube, das wäre sowieso eine Kunst geworden, da hinten in die Ecke, um die Kurve zu kommen, ne? Mit dem Ding hier. So, jetzt schauen wir mal. Nicht so schnell, bitte. Vorsicht, Schild. Ich habe keinen Bock wieder auf Schilder. Also, läuft. Sorry für den kleinen Cut. Ich muss, hab mich verschluckt. Ich muss husten. Deswegen. Ganz kurz rausgeschnitten. So, Moment, jetzt muss ich aber mal gerade kurz was nachschauen. Und zwar, klar, hier rum ist logisch. Ah, okay, alles klar.
Ja, das wäre wirklich auf jeden Fall voll die Kunst geworden, den Anhänger da um die Kurve zu bekommen. Das hätte, glaube ich, nicht so funktioniert, deswegen bin ich jetzt gar nicht so mega traurig. Gut, okay, war jetzt halt eine sinnlose Fahrerei hier zum Flughafen, aber wurscht. Irgendwo hätte ich das Ding ja eh drehen müssen. Und hier die Straße, die geht ja auch noch, ne? Die ist ja noch recht angenehm. Umschmeißen muss ich aber trotzdem nicht. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Wo muss denn der da hin? Zum Hafen. Nordhafen, ha, wo waren der da nochmal? Muss ich, glaube ich, auch wieder einmal um die halbe Map rum, ne? War schon so lange nicht mehr auf Nordhafen, ich habe gar keine Ahnung, ne? Naja, werden wir jetzt gleich sehen. Und dann können die da den Bohrturm zerlegen, würde ich sagen. Voll die Gurkerei hier mit den Anhängern. Einmal hier rum. Oh, oh. Ach, wo häng ich denn jetzt? Hä? Wo häng ich denn noch? Wo häng ich da fest? Na komm, hol noch mal ein Stück weiter aus. Ja, komm. Ja, rum. Jawohl. Kommen wir rum? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. So, dann hattet ihr mir ja auch noch irgendwie, warte mal, Basco, du warst es, ne? Du hattest mir noch einen anderen Anhänger empfohlen. Und einen anderen LKW, glaube ich, noch, ne? Na gut, das schaue ich mir dann nochmal an. So, wir müssen hier da. Einmal wieder hier über die Brücke. Jawohl. So, und jetzt müssen wir ums Ding hier der Straße folgen. Alles klar. Okay, kriegen wir hin. Oder auch nicht. Aber wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest? Ja, geht doch.
Juhu, da sind wir. Zum Glück muss ich da nicht über die Schilder fahren. Nice. Da sind wir wieder. So, dann wollen wir mal schauen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen zum Hafen. Der Hafen war da hinten. Das heißt, wir müssen der Straße hier folgen, die jetzt nicht gerade so geil ist zu fahren mit so einem riesen Anhänger. Naja. Würde ich sagen. Probieren wir es mal, ne? Auf geht's. Wir sind da jetzt einmal quer über White Valley gefahren, dann können wir hier. Oh. Können wir hier auch nochmal über Nordhafen fahren. Hier waren wir ja auch schon länger nicht mehr. Hier war aber noch irgendein Auftrag zu machen, glaube ich. Oder sogar zwei. Bin mir nicht mehr sicher. Muss gleich nochmal gucken. Ich meine, irgendwas wäre hier noch zu tun. So, natürlich haben wir alle anderen LKWs wie BM17 und Tiger auf White Valley stehen. Ne? Naja, gut, okay, das wäre jetzt nicht das Problem. Können wir hier über die Werkstatt eben zurück hier rüberholen. Es ist ganz gut eng hier. Oh nein, da stehen schon wieder Schilder. Ach nö. Geht weg. Ich will keine Schilder. So. Ich will wenigstens nicht zwischen Reifen kleben. Uiuiui, hier so schön eng. Ah, sehr gut. Läuft. Easy. Kein Problem. Also, der Vorteil ist halt hier, dass wir... Also hier und jetzt auch gerade eben auf White Valley, das echt fast nur Straße ist. Ne? Ist zwar vereist, aber lässt sich ja dann trotzdem easy fahren. So, sehr gut. Ja, komm. Jawohl. Ja, yeah, Heimat. Hallo. Aber da wollen wir ja nicht hin, ne? Gut ausgeholt. Komm mal rum. Hier auch nochmal gut ausholen. Also hier ist echt eng, ne? Na? Ach komm. Ja, ich wollte sagen. Würde mich jetzt hier so eine kleine Leitplanke aufhalten. Ne?
erlichtern hier. Wir sehen ja nichts. Doch, wir sehen auch genug, aber hey. Es dauert schon wieder ganz einen Ingame-Tag, ne? Ich müsste eigentlich mal die Zeit stoppen, wie lange so ein Ingame-Tag in Real-Zeit dauert. Würde mich ja mal interessieren. Wahrscheinlich irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder irgendwie sowas, ne? Wobei, Moment, ne, eine halbe Stunde waren wir jetzt rum. Ja, gute halbe Stunde dann doch, ne? Nicht mehr weit, dann sind wir da. Herrlich. So, hier müsste, ich wollte sagen, hier müsste noch eine Brücke kommen, ne? Hier umgehen, damit die Steine fahren. Sehr gut, ja, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns gebracht. Ich meine, schlimm war die Fahrt jetzt nicht. Nur einmal sinnlos, aber ey. Da sehe ich mich halt öfters in sinnlosen Fahrten. Und dann kommen wir auch am Hafen an. Yeah. So, hier noch rum. Diese blöde Absperrung da, ne? Oder diese Fahrbahnführung, die hätte man sich auch schenken können. Ne? So, jawohl. Aber das gute Stück da hingekriegt. Nice, gefällt mir. So, wird das Teil dann jetzt hier aufgeladen oder wie sieht das aus? Ich meine, soll mir egal sein. Bau, banam, bau, alles abgeliefert. Zerlegen des Botons. Wunderbar, effizient und fristgerecht. Was will man mehr? Ja, wahrscheinlich fristgerecht. Wohl eher nicht, aber. Ja, mein Gott, ne? So, jetzt wollte ich aber mal gucken hier. Bleib mal stehen. Was haben wir denn hier noch? Oberster Auftragsmeister war auf Bergfluss. Ah ne, genau. Das ist ja dann wieder hier. Wie war das? Nach und nach, ne? Liefern. Die übergroße Fracht. Müssen wir die eigentlich jetzt hier holen? Oder? Ne, die haben wir auch am Flughafen, glaube ich, bekommen, ne? Gut, egal. Apokalypse. Dreimal großes Rohr. Was macht große Rohre? Wie viele Plätze nimmt große Rohre ein? Da müsste so ein Monster-Anhänger hin, ne? Hab ich ja gar keinen Bock drauf. So, dann müssen wir den erstmal machen. So, hier, Demontage des Bohrturms. Gut, okay. Das war auf White Valley, der steht ja auch da. Zack. Und Morrison Mining. Bohrausrüstung. Lieferung zum Bohrplatz, das muss dahin. Und das kriegen wir hier. Wir hätten einen Anhängershop hier, ne? Wir könnten. Das könnten wir direkt machen. Warte, wo ist der Bohrplatz? Da. Wie komme ich da hin? Ah, nee, kann ich nicht. Ich habe hier die hohe Sattelkupplung drauf.
Da müsste ich mir jetzt so einen Monster-Mega-Anhänger dran machen. Und da habe ich gerade wie viel Bock drauf? Genau, richtig, gar keinen. Weil hier durch die Pampa mit so einem Monster-Mega-Anhänger muss vielleicht nicht unbedingt sein. Okay, dann würde ich sagen, zack, zurück. Einlagern. The White Valley. Rein in die Werkstatt. So, da sind wir doch wieder. Zack. Aber Moment, jetzt muss ich erstmal hier. Morgens um 6. Zack. Demontage Bordturm. Den kriegen wir. Was? Genau, den kriegen wir da und der muss zum Flugplatz. Dumm, ey. Naja, egal. So, jetzt die Frage. Was könnte hier lang funktionieren, ne? Könnten wir theoretisch direkt hier rumfahren? Und praktisch dann irgendwie, keine Ahnung, wie fahren. Oder wir fahren da raus, fahren geradeaus, kurbeln uns hier ein zurecht und fahren dann hier den Weg wieder lang, der eigentlich recht geschmeidig, obwohl der ist auch geschmeidig hier der Weg. Aber vielleicht fahren wir mal da lang. Schauen wir mal. Ja, dann, ne? Auf geht's. So, wie fahren wir da? Wo stehe ich da? Fahren wir mal. Holen wir den noch. Und dann muss ich sowieso hier noch schauen, was hier mit den ganzen Anhängern und alles. Ach, stimmt, ich muss auch noch Anhänger einsammeln, ne? Da war ja auch noch was. Ja gut, da müssen wir mal schauen. Das werde ich wohl dann in der nächsten Folge dann machen. Aber wir müssen eh erstmal die anderen Aufträge machen. Gehen wir auch schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin, würde ich sagen. Warum auch nicht, ne? Oh, einmal darüber. Aber wie gesagt, hier der Weg, der ist ja echt entspannt, ne? Achso, was ich jetzt nicht geguckt habe, kommen wir da hinten rum? Ja, es sollte klappen eigentlich. Das sollte funktionieren eigentlich. Und ich glaube, dann konnte ich ja am Flughafen da irgendwo durch den Zaun brechen. Ne? Das ja. Sollte ja auch gehen. Was hier halt schön angenehm ist, ist, dass wir hier fast nur geradeaus fahren. Ne? Wenig bis gar keine Kurven am Start haben. Danke. So, da sind wir doch schon. Zack. Ja, und hier kommen wir auch easy rum. Ja, also. Würde ich sagen, nehmen wir geschmeidig den Weg. Neue Anhänger entdeckt. Anhänger, richtig. Bergungslader. So, schmeiß mal dran da die Geschichte. Reicht das schon? Jawohl, sehr schön. Juhu, und the next one ist dran. Alter Schwede, ey, voll das Riesenteil schon. Ist das nicht der gleiche? Ne, nicht direkt, ne? Doch, ist wohl der gleiche. Hätten die nicht den anderen Anhänger nehmen können, eben am Flughafen, Mann.
Es wäre sich egal gewesen, ob das der oder der andere ist. So, einmal hier rum. Ah, komm. Oh, krieg ich Kurve nicht. Und einmal zum Flughafen. Das sieht doch schon entspannt aus. Also hier der Weg, der dürfte jetzt echt keine Probleme machen. Hoffe ich zumindest. Entspanntes LKW-Fahren mit einem Schwertransport. Ja, das lief da bis hierhin sehr geschmeidig. Also einzige Dummheit oder der einzige Fehler war, dass ich mich einmal verfahren habe. Mit dem anderen Anhänger. Ansonsten, wie gesagt, Basco, nochmal vielen, vielen Dank für deinen Tipp mit dem Zermedan Wolf. Wobei das mit dem Pazifik jetzt kein Wolfzern war, sondern es echt geschmeidig vonstatten ging. So, Moment. Genau, hier um die Kurve, nee, das ist schlecht, dann fahren wir lieber wieder hinten rum. Weil hier komme ich nicht rum, das kannst du vergessen. Dann fahren wir lieber hinten rum. Das war einfacher. Sofern mir da jetzt nicht wieder irgendwie so ein bekacktes Schild zwischen den Reifen hängt. Telefon. Hey, Moment, das ist mein Büro. Na ja, gut, ich bin nicht da. Ich kann gerade nicht rangehen. Überall Auftraggeber anscheinend. So, Moment. Ein bisschen ausholen geht. So, jetzt machen wir hier Lastengang rein, weil den brauchen wir jetzt sowieso. Komme ich denn? Moment, ah ne, die Stelle stehen wieder da. Alles klar. Komm, das hat eben auch schon mal funktioniert. Wieder ein bisschen ausholen hier. Warte mal, können wir nicht hier eigentlich... Das ist eigentlich voll dumm, der Fahrradverbewegung. Also halt. Warum? Ja. Zack. So. Sehr gut. Der Witz ist ja, ne? So ein Baum hängt dir nie zwischen den Reifen. Ich meine, ich bin froh. Aber diese verkackten Schilder immer wieder. Ne? Oh, das ging zügig. Bams. Ah, apropos, Moment. Wie ist der? Habt ihr gesehen noch? Da hängt schon wieder so ein scheiß Schild an meiner Seite. Schönen guten Tag. Bitteschön.
Oh, Trophäe erhalten. Essen, schlafen, bohren. Vielen Dank, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Unter uns gesagt bin ich doch etwas traurig, dass Lucille uns verlässt. Sie wird halt, was? Sie wird halt woanders gebraucht. So habe ich die Plattform genannt, Lucille. Es kann sehr einsam werden hier draußen. Ja. Da haben wir jetzt, nee, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Irgendwo konnte ich das doch sehen. Da waren doch diese drei Dinger. Wow, wir sind bei 90% auf Alaska. Bohrausrüstung liefern müssen wir noch. Na, oberster Auftragsmeister und die beiden Frachtapokalypsen. Na, läuft doch. Aufgaben dürften alle fertig sein, ne? Schauen wir mal eben schnell durch. Ja, Auftrag. Quatsch. Dingens ist alles fertig. Hier sind meine ganzen LKWs. Wettkämpfe, ja, Wettkämpfe müsste ich auch noch machen, ne? Aber die mache ich als allerletztes, würde ich sagen. So, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, obwohl, gut, zurückfahren brauchen wir nicht. Zack. Raus damit. Jetzt sammeln sich die ganzen LKWs hier, wa? Na egal. So, stell mal ab. Zack. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Schauen wir doch mal. Oberster Auftragsmeister, da hattest du mir, glaube ich, geschrieben, ne? Basco, da muss ich mal gucken. Hier brauchen wir dreimal großes Rohr. Das ist aber alles Bergfluss. Welcher war denn hier auf White Valley? Lieferung zum Flugplatz. Also das müssen wir... Bei dem, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, müssen wir das alles nach und nach machen. So, und dann haben wir den... Ne, hier haben wir nichts mehr. Den hier noch. Bohrausrüstung liefern. Die haben wir bekommen. Auch hier am Flugplatz. Und die war ja, das war ja dieser große Container, ne? Richtig, glaube ich. Meine ich. Das heißt, wir brauchen einen LKW mit einer Sattelkupplung. Druckwechsel. So, dann gehen wir in den BM17 rein. Dann schmeißen wir dem doch mal eine Sattelkupplung drauf, würde ich sagen. Zack. Einmal runter. Rahmen zusätze. Sattelkupplung. Niedrig. Zack. Werkstatt verlassen. So, und dann holen wir uns einen Anhänger ab. So, und da hattest du ja, Basco, mir geschrieben, ich soll doch eher den hier nehmen, ne? Weil wegen den Rändern und falls ich mal so schräg komme, umkipp oder so, die Möglichkeit halt höher ist, dass mir die Ware nicht hinten runterrutscht. Ja. So, jetzt wollte ich immer mal ganz kurz trotzdem noch was gucken. Du hattest mir auch geschrieben, dass es hier einen Anhänger gibt. Aber den kriege ich ja natürlich. Super heavy Anhänger. 8 Plätze hat der. Gibt's denn noch was anderes? Warte mal, wo war der jetzt? Genau, den. Zack, den nehmen wir schon mal.
So, den stellen wir jetzt erstmal hier hin. Motor abstellen. Kann ich den Truck wechseln? Ja. Oh ne, den wollte ich nicht. Ich will den also. Ja, genau. So, so jetzt will ich hier nochmal gerade gucken. Du hattest mir nämlich geschrieben, da gibt es noch einen mit 9 Plätzen, ne? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So. Aber. Super Heavy Anhänger. 8 Plätze, aber das Ding bin ich ja mal gefahren, ne? Auf den habe ich echt gar keinen Bock. Also ich komme mit dem Ding überhaupt nicht zurecht. Komplett gar nicht. Haben wir denn noch einen mit? Der hat 5 Plätze. Ich muss noch mal rausfinden, wie viel Plätze diese großen Rohre brauchen. Ob die 2 oder 3 Plätze brauchen. Ich glaube 2. Ich bin mir aber nicht sicher. Ey. Der wäre bei 5. Das ist auch nicht gerade. Also ich bräuchte einen mit 6 Plätzen. Gibt's aber nicht. Der nächste wäre dann 8 und das ist das Ding, wo ich mal 0 bis gar keine Lust drauf habe. Das heißt, bin ich offen und ehrlich. Das Ding kann ich nicht fahren. Ne? Das komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Habe ich ausprobiert. Aber dass dieses andere nicht zurechtkommt mit dem Ding. So. Okay, lassen wir jetzt erstmal stehen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Lieferung zum Bohrplatz Nordhafen. Die Bohrausrüstung, die wir jetzt hier am Flughafen holen. Und dann fahren wir nach Nordhafen zum Bohrplatz. Und dann muss ich sowieso noch Anhänger einsammeln. Naja, gut. Egal. Machen wir aber erst nächste Folge, weil Zeit ist schon wieder vorbei, habe ich gerade gesehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, das können wir in der nächsten Folge dann angehen. Das passt dann auch. Und den Rest, ja, Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Denke ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Bei 640 Abonnenten sind wir mittlerweile. Super heftig. Ich kann das Original, immer wenn die Zahl nach oben geht, ich kann es echt immer noch nicht glauben, ey, dass da echt immer mehr kommen. Das hätte ich nie mit gerechnet, ey. Für das, was ich hier mache, ey. Richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann halt wieder, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.